Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal wieder mit dieser tollen Form von Molds and Shapes. Meine Masterclass im Wasserbad angerührt. Ich habe ein bisschen abgefüllt, da werde ich Weiß reinmischen. Und ja, jetzt lege ich einfach mal los. Ich möchte gerne eine Blume reinmachen. So. Da gebe ich jetzt erstmal mein klares rein. Wollte noch ein bisschen übrig lassen. Und vielleicht am Rand ein bisschen Crackle-Effekt zu machen, in diese Rille rein. Aber ich weiß noch nicht. Muss jetzt erstmal hier den Boden bedecken. Ein bisschen Luft hätte ich noch. Mal schauen. Also ein bisschen Material ist noch übrig. Was ich jetzt noch mache, ich gebe dem, ich habe gar nicht überall vollständig das gemacht. Ich gehe auf jeden Fall gleich mal mit dem Föhn noch drüber. Obwohl, dann mische ich mir gleich was an. Ich möchte die Farben Red Purple und also Resin Ink und Alcohol Ink Mulberry verwenden und eine Blume zaubern. Was passt denn da dazu als Rand? Obwohl, ich lasse es vielleicht mache ich noch einen anderen Effekt im Hintergrund. Oder ich bin so unschlüssig manchmal. Ach, schlimm, schlimm. Was nehme ich denn? Ich wollte eigentlich schon einen dunklen Ton nehmen, aber ich habe jetzt nur das Interference da. Ja, egal. Ich nehme ein bisschen Interference Champagne. Das hat so einen Goldschimmer. Ja, manchmal ist man einfach unschlüssig. Gebt es da mal rein. Und das mache ich dann außenrum. Seht ihr, wie das schön schimmert? Gleich so goldmäßig. Ich möchte es einfach so in die Kante geben, dass das so ein bisschen crackelt. Genau. So. Und mein Weiß muss ich natürlich zusammenmischen. Ich habe das mal so ein bisschen abgefüllt. Da mache ich jetzt mal 4 Tropfen Weiß rein, Pigmenttropf, flüssiges weißes Pigment. Ihr könnt auch Paste nehmen. Schaut halt, dass es nicht zu transparent und nicht zu opak ist, dass einfach nicht zu schwer ist. Ich glaube, das habe ich jetzt ziemlich viel angemischt für diese kleine Form. Ja, mal schauen, was rauskommt. Okay. Muss ich als nächstes erstmal föhnen. Ich werde es erstmal hier mit dem Dotting-Tool am Rand entlang gehen, um ein paar Bläschen zu entfernen. Immer schön aufpassen, dass ihr euch die Form nicht verkratzt. So. Und dann gehe ich noch mit dem Föhn drüber. Diese Bläschen noch, diese Bläschen noch hier zu zerstören. Genau. Also. Das noch gut rühren. Und das hier, das Weiß noch. Bin gespannt, was es gibt. Ob es funktioniert. Ob was Schönes dabei rauskommt. Also, ich fülle mal kurz drüber. Mach mal kurz die Kamera auf Pause. So, weiter geht's. Also, jetzt habe ich drüber geföhnt. Sieht gleich schon mal besser aus. Jetzt gebe ich das Grape Purple, das Resin Ink in die Mitte. Und nach außen hin möchte ich luftiger werden. Also, dann geben wir 2 Tropfen rein. Kann sie das schön ausbreiten. Und das lilafarbige Mulberry. Ist halt einfach transparenter als das Resin Ink. So, schauen wir mal. Aber es breitet sich Gott sei Dank auch aus. So, prima. Das soll jetzt kurz arbeiten, als Hobby, dass ich keinen Fehler mache, indem ich jetzt hier das Interference außenrum gebe.
So, also, das gebe ich jetzt hier in die Rille quasi rein, da wo die Rille ist. Arbeitet sie natürlich dann auch nach innen. Wird schon gut voll. Oh, ich habe aber viel übrig. Da wird meine Blume immer kleiner. Oh Gott, so viel wollte ich eigentlich gar nicht außenrum geben. Jetzt höre ich auf. Es ist eh fast leer. Aber oh je, oh je. Na dann. Okay, das ist es da. Und dann habe ich mein Weiß. Da gebe ich jetzt erstmal hier. Oder wie soll ich das machen? Da hat es noch zwei Punkte drin. Wollte es eigentlich so ein bisschen vermischen. Verkratzt euch die Form nicht. Achtung. Okay, also. Ich habe echt mega viel Weiß jetzt hier angemischt. So viel wollte ich gar nicht. Ach, da mache ich es einfach so. Ich zeichne jetzt eine Blume. Wollte ich eigentlich jetzt gerade nicht machen. Ich wollte was anderes machen, aber egal. Ich zeichne mir eine Blume, eine Rose, was auch immer. Genau. Kann ich es besser beeinflussen? Hoffe ich doch. Einfach hier immer so ein bisschen überlappend, wenn es geht. Das Weiß reinmachen. Ja, es soll so ein bisschen eine Rose sein. Ich gehe am liebsten hier so in Zickzacklinien durch. Gibt es dann so eine natürliche Bewegung? So. Das habe ich jetzt schon lange nicht mehr gemacht. Dabei kommen immer echt coole Blumen raus, schön realistisch. Bin gespannt, wie es wird. Und es kann sein, dass sich das Interference, hier dieses Pigmentpulver, auch noch Richtung Mitte zieht, vielleicht noch drüber legt, einen schönen Abschluss vielleicht bildet. Bin mal gespannt, wie die Farben miteinander harmonieren. Ob es schön aussieht oder wie es rauskommt. So. Ich hatte schon ein bisschen Entzug vom Gießen, weil das Wetter ist gerade so ungünstig und ich hocke im Keller und habe die Heizung jetzt angemacht. Also so ist es angenehm zum drin sitzen, aber fürs Harz, das ist sehr empfindlich. Also das hat nicht bei jedem Wetter Lust. Das ist echt schlimm. So. Ah, das macht Spaß. Das ist schon schön. Genau, sollte ich öfters mal machen. Sind dann wieder individuelle Blumen. Ja, öfter mal wieder was anderes. Ich gehe jetzt hier bis zum Rand, soweit ich einfach komme. Jetzt wird es kritisch, so langsam. So. Aber gleich bin ich durch. Okay. Ich denke, das ist okay. Jetzt schaue ich mal, wo noch ein bisschen vielleicht dickere Stellen sind. Wie kann ich ein bisschen hier entschärfen? Aber es sieht schon cool aus. Freue mich. Bin froh, dass ich es so gemacht habe. So, es hat noch mega viel Weiß übrig. Verteile ich mir jetzt in zwei Becher. Ich brauche das jetzt gerade nicht mehr. So. Ja, es war zu viel. Aber egal. Es war jetzt wieder spontan. Eigentlich wollte ich was anderes machen, aber egal. Hauptsache kreativ. Das ist schon mal gut. So, jetzt brauche ich ein frisches Tuch. Genau. Okay. Also, dann, wie mache ich jetzt weiter? So.
jetzt weiter. Und nehme ich mein Dotting-Tool wieder. Soll ich jetzt noch? Ich könnte eigentlich theoretisch auch noch ein bisschen die Lücken füllen. So ein bisschen offen. Ich glaube, ich mache nur ein bisschen Weiß rein. Also da, wo es jetzt mir so arg offen ist, kann ich noch ein bisschen Weiß reinmachen. Da könnt ihr euch wirklich kreativ austoben. Ah, ich freue mich schon aufs Ausformen. Ich werde dann natürlich noch aufgießen, wahrscheinlich wieder mit einer dunklen Kontrastfarbe. Wobei, wenn das Interference noch drüber geht, dann kann sein, sieht man vom Hintergrund sowieso nicht mehr viel. Ja, ich denke, das reicht jetzt. Ich schmier schon wieder rum. So, bitte. Okay. Also man kann jetzt auch hier noch ein bisschen, das ist eine Blase, Blütenblätter noch ein bisschen hier zeichnen. Eine Blase. Ist einfach so, indem man ein bisschen hier so nach innen geht. Kann man es ein bisschen beeinflussen. So, das kann jeder selber entscheiden. Dann schließt sie es ja auch noch ein bisschen. Die Frage ist, ob ich das so lasse, weil ich habe das ja schon so ein bisschen wie eine Rose gemacht. Lasse ich vielleicht einfach so. Genau. Also, das war's vom Guss. Ich gehe jetzt noch ein bisschen mit dem Föhn drüber, um noch ein paar Bläschen an der Oberfläche zu entfernen. Und dann ja, sehen wir uns. Entweder zum Aufgießen, aber wahrscheinlich mache ich dann, ja, ich kann es euch auch im Nachhinein sagen, was ich gemacht habe. Mal schauen, vielleicht filme ich es auch nur. Und ja, sonst sehen wir uns aller spätestens zum Ausformen. Bis dahin, bleiben wir mal gespannt. So, es hat sich so verändert. Mein Platz zum Filmen ist leider besetzt. Oh, ich bin total zufrieden. Ich gieße es jetzt einfach nur mit Pigmentpulver auf. Ihr werdet es dann sehen. So, Ausformzeit. Ich habe es jetzt hier mit dem Very Perry aufgegossen. Kann ich euch zeigen. Very Perry. Einfach so ein bisschen was reingegeben. Und dann einfach nur ohne Effekt das drüber gemacht. Also ich bin echt gespannt, wie es rauskommt. Ich drehe das jetzt hierzu um. Dann löse ich erstmal hier den Rand ein bisschen. Und dann hoffe ich einfach, dass es schön wird. So. Oh, wow. Wow. Oh. Also von dem unteren sieht man nicht viel, aber wow. Oh. Ich bin geflasht, aber total positiv. Ich glaube, es ist eine meiner schönsten Blumen. Oh, die sieht so echt aus. Schade, ich hätte einen dunkleren Rand machen sollen, damit es ja dunkel runterläuft. Aber man sieht schon noch den Unterschied zwischen den Blütenblättern und dem Hintergrund. Wow. Oh Gott, was sagt ihr? Ich hoffe, euch gefällt's. Ich bin total geflasht. Wow. Oh, es gefällt mir mega, mega gut. Oh, lasst gerne einen Kommentar da und ja, ich versuche da noch ein paar Fotos anzuhängen. Also ich finde es wunderbar. Mega, mega schön. Mystisch sieht es ein bisschen aus. Ich mag es sehr, sehr gern. Oh, ich freue mich. Juhu, ich habe dem Wetter ein Schnippchen geschlagen. Ich habe das Harz auf der Heizung gehabt. Ihr könnt es im Wasserbad anrühren. Dann funktioniert es einigermaßen. Wow, ich bin total zufrieden. Ja, lasst gerne einen Kommentar da. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid. Bye, bye.